liebe Abonnenten, hallo liebe Zuschauer. Wir sind hier auf Kop Bird. Ja, das ist also so ein schöner Ort direkt am Meer. Da wollen wir euch mal heute zeigen, was da so losgeht und wie es da so aussieht. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Bis gleich, aber das sehen wir erst nach dem Intro. Bis gleich. So, das ist die Straße, wo wir da entlangfahren. Überall an der Straße sind hier Garnelenfarmen. Überall werden da Garnele gezüchtet. Da zeige ich euch nämlich dann mal eine Garnelenfarm. Ist nämlich auch interessant. Ne? Das ist die Straße von Chandaburi aus nach Lemsing. Und dort in der Gegend von Lemsing sind ganz viele von diesen Garnelenfarmen. Da werden überall Garnele gezüchtet. Da werden überall Garnele gezüchtet in der Gegend, wo wir da sind. Da sieht man sie schön. Überall sind da die Garnelenfarmen. So, wir sind da, wo die Garnelenfarmen sind. Und da werden die Garnele drin gezüchtet. Und das wird da gerade gemacht. Da will ich euch jetzt gerade nur zeigen. Da wird jetzt gerade so ein großer Teich sauber gemacht. Wie gesagt, da sind jetzt überall Garnelenfarmen, wo wir da sind. Da werden die Garnele drin gezüchtet. Koyat, Kap! Da werden die Garnele drin gezüchtet. Ich habe jetzt um Erlaubnis vor zu filmen, ausstandshalber. Da werden die Garnele drin gezüchtet in den Teichen da und da wird es halt jetzt sauber gemacht. Da ist einer, wo leer ist, aber auch noch nicht sauber ist anscheinend. Da muss der ganze Schlamm und Matsch und Dreck muss raus aus den Garnele. Ecke da. Nun fahre ich mal an einer Garnelenfarm vorbei, wo Wasser drin ist. Das sieht auch interessant aus. Da haben sie all der Dieselmotor, so wie es aussieht. So, was wir da sehen, ist also Garnelenfarm in Betrieb, wo das Wasser noch drin ist. Vorne, das wird für Sauerstoff gemacht, die Rede. Und deine Palaver, wo wir da hin sind, für die Pumpe, wo in Betrieb genommen sind. Super interessant. Da werden die Motoren da eben in Betrieb genommen, für die ganzen Dinger, die Wasserräder, da die Lufträder, wo Luft drin schaufeln, in Betrieb zu nehmen. Oder gehen wir halt mal Kop Bird oder so ähnlich jetzt, gell? Komm, lass uns doch da vorne mal gerade ein Bild machen. So, kleiner Aussichtspunkt da vorne. Korn ist schon vorgelaufen. Ist das windig da oben? Hm? Oh, das ist die Aussicht, wo wir da jetzt haben. Sieht an den Bäumen schön, wie windig es ist, mein lieber Mann. Thank you.
mein lieber Mann. Corona war das so viel los, dass man nur mit ja, das letzte Mal mit Oma da, Schatz, gell? Ja, das war ja. Aber da haben wir uns entschlossen, wir gehen wieder zurück, das hat keinen Wert. War zu viel los, da hast du mich auf der Pickup müssen, bei den Leuten. Und bist mit dem Pickup raufgefahren, hast du mir Geld bezahlen. Aber da war zu viel los, haben wir gesagt, nein, das hat keinen Wert. So, jetzt zu, ja, gell, schade, in der Watt kommen wir nicht drin. Die Frau macht jetzt Tambun. So, da hat man sich Kerze geholt, unser Räucherstäbchen, und dort dazwischen klemmt man einen Geldschein. Dann betet man und dann wird das als Tabun da in deine Baum hingestellt, also in deine Metallbaum da quasi. So als kleine Spende für den Watt, wo man herkommt. Die Übersiener wären die Woche-Buddhas, die Buddhas für die einzelne Woche, für die Wochentage. So, wo wir jetzt halt anlaufen, das ist auf der Aussichtsplattform, da ist noch ein schönes Kaffee. Und das gucken wir uns natürlich immer an. So, da laufen wir dann immer hoch. Ne? Schauen wir mal. Korn muss zahlen, ich habe die Hände nicht frei. Das ist der Vorteil, wenn man der Fahrer ist, der Filmer ist, wenn ich natürlich. Gut, das ist alles für die Cash. Soll also recht sein. Aber ah. ครับผมสอครับสอครับแล้วไปทําอะไรคะเนี่ยสอสอส่งคําสุขปีใหม่หลวงพ่อทําไม่มันเลยเนอะไปแล้วตอนนั้นโควิดเข้าแจกไม่ได้แจกอ๋อเหรอฮะไม่รู้จักแล้วก็สอครับจังครับอ๋อส่งความสุขปีใหม่ครับหนูไม่ส่งคนสวยนะไม่นึกว่าไปส่งคนสวย gerade gedenkt, was stinkt dann da so, hätte da keiner noch mal. Jetzt weiß ich, was da so stinkt. Du bist das. Stinkt oder ihr sind das, hä? Schön sind sie, schöne Kiecher. Guck dir die an. Ja. Mein lieber Mann, hä? Komm mal vom Bauer ans Meer und sehen wir schon wieder Rindviecher. Ja, ja. Guck mal, ich deine große da an, hä? Mein lieber Mann. Ein Matzvieh, hä? So, oh, ein Short, also da Käfig hockt noch. So, da ist das Skyview. Komm, Hausi, wir gehen mal weiter. Ja, ja. Wir haben selber so viel Fotoapparat. Da laufen wir dort mal hoch den Berg. Ja. Gucken wir mal, ne? Da ist der Ingang. Welcome. So, da laufen wir den Weg da hoch und gucken wir, wo er uns hinfährt. Nicht in der Sand, oder wie? Ach, schon Bilder davon gemacht. Ja, da sieht man, es ist keine Ahnung, was das ist, das Blech. Ah, oh Gott, das ist anders. Ah,
Ach, normaler Haufen Leito. Ja, nur abends, schönen Abend. Ich bin kommen, see you. Schön. Schön. Ach, was ein großer Bambus, hä? Guck mal, ist denn ein Bambus auch her? Skyview Café, ne? Ja, machen wir genauso. Ich laufe mit der Oma, genauso. Na, wunderbar. Wow, tolle Aussicht. But behind sunset, ach so. Wunderschöner Sonnenuntergang soll du sehen. Ab 6 Uhr sah der aber, gell? Ja. Schöne Windigkeit. Aber der Wind ist natürlich auch schön. Für uns, weil es nicht so heiß ist. Ja, ja. Ist natürlich auch toll. Liebe, und von dem schönen Plätzchen verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und das nächste Mal sind wir wieder dabei bei Auswandern Thailand, Caravan und Karl. Und nicht vergessen. Ah, und nicht vergessen, guckt mal bei dem Mems-Channel vorbei, bei der Caravan im Kanal. Gefällt euch bestimmt, da haben wir auch immer schöne Filme drin. Wir verabschieden uns und wünschen euch Glück und Segen, dass euch alle gut geht. Jawohl. Und nicht vergessen, Daumen hoch, Kanal abonnieren und am besten wieder kommen. Subscribe! Jawohl! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Juhu! Hi! When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.